eso. Totalmente inconsciente. Oh, dieser scheiß Controller. Wo sind die Hersteller mit dem günstigen Controller? Ich kann mir 60 Euro Controller einfach nicht leisten. Ich möchte mal einen Controller kaufen. Dieser hier von Sony taugt mir genauso wenig. So, wo muss ich eigentlich hin? Bulma will was von mir. Geh ich mal zu ihr hin. War doch was, irgendwas mit Turnier. Been waiting for you. Oh. Ich hab einen Boost-Chip erhalten, yay! Bauchchip. Oh, nein, ich will nicht die G-Varianten, ich will die T-Varianten. Vielleicht wäre diese Art Figur ganz gut. Oh, das ist es. Ich habe eine tolle Idee für die nächste Figur. Scheinbar sucht jemand nach dir. Ich habe auf jeden Fall ziemlich gute Figuren jetzt mittlerweile. Yay, Farmen zahlt sich aus. Eigentlich nicht wirklich. Denn ich fand die Z-Medaillen jetzt ziemlich günstig, also habe ich sie mir geholt. Ich bin faul. In einer Minute 2000 Stück. Warum nicht? Hat sich gelohnt. Ich bereue nichts, ich habe Geld, also warum nicht für sinnloses Zeug ausgeben? Gut, dass ich dich gefunden habe. Wir suchen dich scheinbar überall. Hier drüben. Ist ja 18? Also, du hast Krimi im Gesicht, was? Ich mag Figurenkämpfe auch. Ich habe jemanden gesucht, gegen den ich antreten kann. Krimi war zuletzt kein guter Gegner, also suche ich hier nach würdigen Gegnern. Wow. Das ist aber ganz schön gefühlskalt, meinst du nicht? Hast du nicht davon erzählt, dass du Krillin rächen wolltest? Das geht dich nichts an! Provozieren, was du machst? Spiel dich nicht so auf! Willst du, dass ich dich mir vorknüpfe? Egal, jetzt kämpf endlich! Viel Glück! Tja. Räche Krillin! Halt den Mund! Boah, wen soll ich denn jetzt... Ach komm, ich hab irgendeine Strategie, ich weiß auch nicht. Das Schöne an diesen Figuren ist, die sind schnell. Endlich. Die darf nur Krillin und Trunks nicht einsetzen, dann funktioniert das schon. Sieht doch mal gut aus. Das ist die
Schade. Weniger. Ah, ja. Mach! Nicht kalt! Komm! Wow. Was eine Verteidigung. Komm, wenigstens kill ihn weg. Töte! Jawohl, Kalin ist weg. Okay, er überlebt. Noch ganz knapp. So. Alter! Okay. Er hat doch starke Kämpfer. Da muss ich mal die Kämpfer ein bisschen austauschen. Versuch das mal jetzt so. Weil er ist auch ziemlich stark. Zwar nicht so stark wie er, aber diese Geschwindigkeit allein schon. Komm, zeig mal so eine Aufschlafe. Natürlich, er darf natürlich da im Nachhinein legen, weißt du? Ist doch schwachsinnig. Er kontert sozusagen das, was ich lege. Das hätten sie anders machen können. Das war sehr scheiß. Egal. Oh. Direkt an den Box 18. War nicht so wirklich gut. Aber naja, ich hoffe einfach, dass der Bogenschießer überlebt. Oh nein, der hat doch eine hohe Verteidigung. Ja, Quatsch hat er nicht. Trunks ist einfach nur schwach. Vergessen. Trunks kann nur schnell sein. Yeah, einen konnte ich besiegen. Der andere haut mir da voll auf die... Alter. Das wird so... Oh, das fühlt sich so gut an. Einziger Nachteil ist, ja, die Muskelmitte jetzt ausfahren werden. Den setze ich mal nach hinten. Ernsthaft. Der hat ja nur noch die drei Figuren. Wenn die alle weg sind, dann goodbye C18. Geht die da mal? Bye bye! Mittlerweile bin ich immer schneller als die anderen, das gefällt mir. Ich hatte jetzt immer das Problem, dass die schneller sind. Oh. Na, wenigstens ist er jetzt weg. Wow! Beta, wow! Nice! Und auf der nächste! Jetzt ist nur noch Piccolo da. Direkter Angriff auf meine Lebenspunkte, aber. Ja,
Ich weiß aber auch jetzt, dass wenn nochmal solche Beeres-Kacke kommt, ich bin am Arsch. Nochmal Beeres, Biss und so alles. Ich bleib dabei. Er ist gezwungen, in die Mitte zu gehen. Er hat keine Chance. Sie hat keine Chance, sorry. Es ist so beschiss, die Genki-Dama. Hier, komm, sag, ich brauch nicht viel. Ich könnte mit 300% nicht mal gegen 100% bestehen. Ich habe schon lange nicht mehr so einfachen Sieg gehabt. Jetzt, wo meine Figuren stärker sind, und ich bleibe bei diesen Figuren, weil die sehr schnell sind. Das Einzige, was ich noch reintun würde, wären die Vegeta Blue und Goku Blue, aber die richtigen Blue Varianten. Oh, ich habe Krillin bekommen. Na toll. Ich will aber nicht Krillin bekommen. Ich muss aber auch sagen, Figuren, ich finde, die hätten es so machen können, dass man auch Figuren bekommt, also so seltene Figuren halt durch Storyverlauf und so. Es ist mir wirklich so geworden, dass man, wenn man immer 20 ausgibt, 20 Medaillen, dann bekommt man eine random Figur und hat vielleicht Glück, dass man was Besonderes bekommt. Und dann fahrt man die ganze Zeit und dann irgendwann kommt man dann wahrscheinlich die Figur, die man will. Noch ein Kampf. Oh, das ist genug, C18. Krillin. Du bist stärker geworden. Erstaunlich, dass du C18 besiegen konntest. Aber ruh dich nicht auf deinen Lorbeeren aus. Ich trainiere, bis ich so gut bin wie du. Und nächstes Mal werde ich es sein, der sie rächt. Hey, schau dich nur an, wie du einen auf cool machst. Ja, ich werde dafür sorgen, dass ich nächstes Mal gewinne. Was? Bis dahin habe ich nicht vor, gegen so einen langweiligen Gegner zu verlieren, klar? Oh, ihr beiden gebt so ein tolles Paar ab. Ich hab mit C17 geredet. Klingt, als will er gegen dich im Figurenkampf antreten. Hey, hier drüben. Und das ist etwas, was ich auch nicht verstehe. Von C18, von C17 gibt's keine Figur.
bist also der Meister des Heldenkolosseums, was? Ich wollte zu meiner Schwester und ihrem Mann, aber die sind ganz heiß auf dieses Spiel. Sie meinten, ich sollte es auch mal lernen, also habe ich es getan. Bei dem solltest du lieber aufpassen, der hat eine schnelle Auffassungsgabe. Er hat gerade erst gelernt, wie man es spielt, beherrscht aber schon die Grundlagen. Komm her! Du scheinst es ja kaum zu erwarten zu können. Das dürfte lustig werden. Aber es kommen ja noch Updates bestimmt, die vielleicht sogar neue Figuren auch enthalten könnten. Ich finde es schon interessant, wie sowas Kleines ein Spiel wieder so aufleben kann. Also, ich finde, es hat wieder voll einen neuen Charme bekommen. Ich bin so gespannt, wie weit das diesen Monat wird. Das kommt ja Ende des Monats. Ich denke mal, es wird für mich persönlich nicht an diesen Teil rankommen. Auch wenn die meisten anderer Meinung sind, aber ich bin kein Fan von 2D-Brüdern. Und wenn, dann Street Fighter, Tekken, da passt das dazu. Aber Dragon Ball, da will ich Freiheit haben. Da will ich durch die Welt fliegen, da will ich kämpfen in der Luft. Vielleicht macht es mir ja doch Spaß für 2 Tage. So wie Tekken. Überraschend. Ach, Tenshin hat immer noch diejenigen, den man noch wieder aushält. Nochmal nachschlagen, komm, jawoll. Tschüss, Scream. Einmal richtig hart trainiert und schon haben die keine Chance mehr gegen mich. Oh, die haben hohe Verteidigung. Werde ich bestimmt nicht one-hitten. So, fight! Also ich glaube, Kalina ist weg. Ach, Laser schon einfach. Ja, Trunks. Nachschlagen. Scheiße. Ernsthaft. Wenn der mich jetzt tötet. Aber dürfte eigentlich nicht sein. Aber stimmt, ich bin ja auf Max mit dem. Und hab mehr drauf als er, ja.
Der ist eigentlich nur für die Defense da, wenn ich mal jemanden schützen will vor etwas. Aber so weit kommt's ja gar nicht, dass ich den als Verteidiger brauche. Und ja, ich könnte einen Blumengegner oder Blumengegner gut brauchen. Noch als Ergänzung. Jetzt tötet ihr den Piccolo doch mal! Der lebt schon viel zu lange! Setze ich jetzt trotzdem dahin, auch wenn das seinen Feldbonus wegmacht, aber was mache ich denn da? So. Aber Piccolo soll verschwinden. Genki-Dama! Also ihr nicht. Ja! Okay, der ist weg. Da bemühe ich mich doch nicht. Los! Zerreißt! Jetzt! Ich habe extra zwei dahin gesetzt, weil da steht Piccolo ja den einen Angriff und das hat er auch. Und will keine Ult. Nicht. Was? Ich bekomme 1400 Figuren EP. Und eine Trunks Zukunftsfigur. Wow, du hast mich wirklich überrascht. Du bist viel stärker, als ich gedacht hatte. Ich muss noch viel über dieses Spiel lernen. Aber die Übung wird mir gut tun. Wer hat das zum Geier da zusammengeschrieben? Was ist das? Hehe, wie es scheint, hast du deinen Spaß gehabt. Ich glaube, ich sollte ein paar dieser Figuren für meine Kinder besorgen. Ach, stimmt ja, der hat Kinder. Tja, der Laden ist gleich da drüben. Aber die hätten ruhig mal ein Update machen können mit C17s neuen Outfit, weil neue Moves hat er ja. Na gut, er hat neue Moves auch drauf. Also dieses Schutzschild zum Beispiel als Attacke und so benutzen, nicht nur als Schutz. Der hat schon coole neue Moves auch drauf. Also denke ich mal, dass sie ihm neue Moves geben werden, wenn es ein Xenoverse 3 gibt. Und wenn er schon ein neues Outfit bekommt, dann wahrscheinlich. Naja, was laber ich eigentlich für Mist? Sobald ich genug geübt habe und stärker bin, will ich nochmal gegen dich kämpfen.
Gerne.